Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, this is the new edition of Bembel und Gebabbel. Wenn er da ist, ist immer ein bisschen Magie im Raum. Er macht wunderbare Zauberkünste, mich macht er aggressiv. Er ist Vize-Weltmeister der Zauberei. Herzlich willkommen, Pit Hartling. Danke, danke. Was ist mit dir, junger Mann? Ich bin echte Frankfurter und ich nehme mal eine Saftschorle, bitte. Oh, also ich, es fängt ja richtig fängt gut an. So, das war's von mir. Vielen Dank. Der Klassiker, du hast bei der Großtante irgendwie so einen Holzzauberkasten als Kind. Das stimmt, ja. Das ist so richtig eine Tellerwäschergeschichte, ne? Also, ja, bis auf den Millionärteil halt. Ne? Das, ja. Also, daran hat es noch ein bisschen gescheitert. Aber. Kannst du dich an deine erste Gage noch erinnern? Kann ich, tatsächlich, ja. Da gab es irgendwie 100 Mark und eine Tafel Schokolade, glaube ich. Und ich habe dann diesen 100-Mark-Schein eingerahmt und habe hingeschrieben, mein erster selbstverdienter Hunderter. Ein paar Tage später habe ich irgendwie gedacht, ja, würde ich aber ja auch gerne ausgeben. Und dann habe ich den rausgenommen, habe eine Kopie gemacht, das ging damals noch, habe die Kopie gerahmt und das Geld auf den Kopf gehauen. Jetzt mal, weil wir hier gerade so in der gemütlichen Runde zusammensitzen. Ich ahne, was kommt. Andro ist ja ein guter Typ und ja, kam ja auch heute gut rüber. Kannst du da irgendwie ein paar Punkte? Geht da was? Ja. Also ich würde auch. Okay, ja. Schon viele Anfragen bekommen. Wenn du hier bist, wollen wir jetzt auch irgendwas sehen. Das ist auch tatsächlich Premiere. Und zwar versuche ich ein sehr interaktiven Kartentrick zu machen. Und dafür haben wir hier im Raum so 300-400 Spielkarten verteilt, die Sie alle an den Plätzen haben müssten, glaube ich. Ne? Und diese Karten werden wir jetzt nach und nach wegwerfen und reduzieren, bis am Schluss nur noch eine einzige Karte übrig bleibt. Hey! Ah, hervorragend. Okay. Irgendjemand von diesen Herrschaften, die jetzt die Karten hochhalten, soll jetzt die letzte Entscheidung haben. Willst du mal irgendeine von den Personen aussuchen? Wer soll es sein? Ganz da drüben oder hier oder da? Die Dame hier vorne. Suchen sich eine von den Karten aus, die halten Sie gut fest und die andere Karte werfen Sie gleich auf Kommando in die Luft und Sie können alle Ihre restlichen Karten gleich mitwerfen. Gebabbel, ja! Welche Karte ist denn heute zum Schluss übrig? Zeigen Sie es mal allen, dass das offiziell sehen. Die Kreuz 3. Bernd, du hast von Anfang an diesen versiegelten Umschlag und es wäre doch sau erstaunlich, darf ich mal kurz, ach, wenn hier auch drin die Kreuz 3 wäre. Bei der Kreuz 3 habe ich mir erlaubt, eine kleine Botschaft auf die Rückseite zu schreiben. Und vielleicht kriegen wir hier die Nahaufnahme hin. Denn das hier ist die offizielle Bembel- und Gebabbel-Karte. Da steht es drauf, Bembel und Gebabbel am 3. September 2019. Mein Name ist Pit Hartling und das war Bembel und Gebabbel, die Vorhersage.